Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Mein Name ist Birgit, ich bin Personal Trainerin und ich möchte dir heute erklären, was hat Schlaf mit Abnehmen zu tun? Viel Schlaf fördert den Fettabbau. Dazu gibt es sogar eine Studie. Und in dieser Studie hat man Folgendes gemacht. Man hat übergewichtige Personen einer kalorienreduzierten Diät unterzogen mit einem bedeutenden Unterschied. Die eine Gruppe hat 5,5 Stunden pro Nacht geschlafen und die andere Gruppe 8,5 Stunden pro Nacht. Und was ist dabei herausgekommen? Die mit der längeren Schlafzeit haben vor allen Dingen Fettmasse verloren und die mit der geringeren Schlafzeit in erster Linie Muskelmasse. Und der Unterschied, der betrug sogar 50%. Das heißt, 3 Stunden mehr Schlaf bedeutet 50% mehr Fettverbrennung. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der sehr interessant ist. Denn Schlaf macht satt. Hört sich toll an, oder? Schlaf beeinflusst das Hunger- und Sättigungsgefühl. Was steckt also dahinter? Genügend Schlaf sorgt für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt. Wenn du zu wenig schläfst, dann steigt der Ghrelinspiegel. Ghrelin ist das Hungerhormon und gleichzeitig sinkt der Leptinspiegel, das ist das Sättigungshormon. Und das führt in der Folge dazu, dass du mehr Heißhungerattacken hast und mehr isst, als der Körper eigentlich benötigt. Sorge also dafür, dass dein Körper sich im hormonellen Gleichgewicht befindet durch ausreichend Schlaf. Dann kannst du damit das Abnehmen unterstützen und nicht nur dafür ist ausreichend Schlaf gut. Denn alle Regenerationsprozesse laufen natürlich in der Nacht ab und ich wünsche dir eine gute Erholung, auch wenn wir es jetzt noch mitten am Tag haben. So ein kleines Nickerchen ist ja manchmal auch gar nicht schlecht. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.